Los, Lumpex, setz Herr ein. Soeben hat der junge Trainer die fünfte Arena besiegt und darf nun den Flugorden an sich nehmen. Oh, vielen Dank für den Kampf. Ich hätte tatsächlich fast verloren. Du hast meine Flug-Pokémon besiegt. Herzlichen Glückwunsch, junger Trainer. Jetzt kannst du Pokémon, welche du gefangen oder getauscht hast, bis Level 50 trainieren. Außerdem erhältst du diese TM. Sie erhält Aeroas. Dann werde ich mich jetzt auch mal wieder aufmachen. Schließlich muss ich die sechste Arena auch noch meistern. Sechste Arena? Die gibt's hier nicht. Verwunderung tritt im Gesicht auf. Hä? Wie darf ich das denn jetzt verstehen? So wie ich gesagt habe. Diese gibt es hier nicht. Zumindest glauben wir das alle. Glückwunsch. Sie haben mich komplett verwirrt. Aber die ganzen anderen Trainer müssen doch für die Liga alle acht Orden vorzeigen können. Oder etwa nicht? Nicht ganz. Seit einem gewissen Vorfall wird diese Arena nicht mehr gefunden und deswegen überspringen meistens alle diese Arena. Die Liga hat das auch offiziell anerkannt, da selbst die besten Trainer die Arena nicht mehr finden können. Laut Zeugenaussage soll sie nur in den tiefsten dunklen Wäldern der Stadt Rockville City zu finden sein. Aber hier ist das Problem. Um die ganze Stadt gibt es keinen solchen Wald. Hä? Rockville City? Das ist doch diese verdammt reiche Stadt, wo jeder, der hoch angesehen ist und reich ist, lebt. Was hätte diese Stadt damit zu tun? Dieser Arena-Leiter soll früher mal ein Bewohner dieser Stadt gewesen sein. Aber er hat sein Erbe angeblich abgelehnt und niemand weiß, ob er überhaupt noch lebt. Ja, je mehr Sie erzählen, desto mehr Fragen habe ich an Sie. Konzentriere dich auf die zwei wichtigsten, da schon die nächsten Herausforderer warten. Und das Battlefield ist immer noch dreckig. Zwei Stück. Okay, warum wird keine neue Arena zum Beispiel gebaut mit einem neuen Arena-Leiter, welcher denn den sechsten Orden vergibt? Und zweitens, es muss doch mindestens einen Trainer geben, welcher darüber mehr weiß, sonst würden doch keine Gerüchte verbreitet werden. Beide Fragen kann ich mit einem Namen beantworten, Mr. Akage. Falls er je wieder mit einem Menschen reden wird, kann er es dir erzählen. Nun raus mit dir. Der Trainer verlässt die Arena. Das war jetzt nicht wirklich nützlich. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Ich werde mich jetzt erstmal aufmachen. Die nächste Stadt ist doch eh Rockville City. Mal schauen, was sie so bringt. Keine Trainer auf dem Weg. Naja, umso besser für mich. So, endlich da. Erstmal gehe ich ins Pokémon Center und dann frage ich im Supermarkt nach einer Stadtkarte. Hallo, einmal die Stadtkarte bitte. Okay. So, dort wohnt er also. Okay, dann statte ich ihm mal einen Besuch ab. Ich denke, ich gehe jetzt einfach mal rein. Tür geht quietschend auf. Verzeihung, aber sind Sie Mr. Akage? Ich habe gehört, dass Sie den sechsten Orden besitzen. Und jetzt wollte ich gerne wissen, woher Sie den haben. Diese Arena gibt es doch gar nicht. Also, zumindest sagen das alle. Such nicht danach! Wie meinen Sie das, ich soll nicht danach suchen? Sie sind doch derjenige, der die Arena auch bezwungen hat. Und sogar von einem Fluch belegt worden sei. Raus! Aber ich wollte doch nur... Ach, egal. Jetzt hau ab! Der Trainer verlässt das Haus. Was war denn jetzt los? Ich habe doch nichts Falsches gesagt. Der Arenaleiter hatte wohl recht, dass man sich mit diesem Mann nicht mehr unterhalten kann. Naja, vielleicht kann mir jemand anderes helfen. Dieser Mann dort drüben könnte möglicherweise etwas wissen. Verzeihung, aber wissen Sie etwas... Nein, geht einfach weiter. Ist das eigentlich das Lieblingswort dieser Leute hier? Boah, Alter. Aber es stimmt wahrscheinlich, dass diese Menschen hier einfach nur arrogant sind. Gibt es hier denn nicht einen, der etwas darüber weiß? Es vergingen mehrere Stunden... So, dass es dunkel geworden ist. Selbst nach 6 Stunden konnte ich keine Information erhalten, die mir irgendwie weiterhelfen könnte. Wenn diese Arena tatsächlich existiert, muss doch mindestens einer davon etwas wissen. Ja, hast du das gehört? Ein junger Trainer wurde tot in der Nähe des Baustellengebiets gefunden. Er hat weder Augen noch Gliedmaßen. War echt lustig, die Leiche zu sehen. Vor allem die verstörten Gesichter. Er wollte angeblich den Arenaleiter herausfordern. Was ein törichtes Kind. Ein totes Kind? Welches den Arenaleiter herausfordern wollte? Vielleicht ist das doch keine gute Idee. Ich sollte mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ey,
werden belauscht. Schnappi dir! Na so etwas. Du bist ja noch ein Kind. Umso lustiger, wenn ich dich töte. Halt, warte! Was war der Grund? Warum hast du uns belauscht? Es war ein Versehen. Ich habe nur mitbekommen, dass ihr von dem Arena-Leiter gesprochen habt. Ich schwöre es. Und was interessiert dich das? Ich will ihn herausfordern. Du bist ja ein lustiges Kerlchen. Niemand hat das bislang überlebt. Und du würdest es auch nicht. Woher wollt ihr das denn wissen? Schließlich kennt ihr meine Stärke nicht. Außerdem hat es Mr. Kage doch auch geschafft. Die Männer wurden blass im Gesicht. Ey, es wird mal wieder Zeit. Die beiden griffen sich an ihre Köpfe und drehten bis... Was? Der Trainer lief weg, so schnell wie er noch nie gerannt ist, bis er schließlich die letzte Stadt erreichte. Hilfe! Bitte, ist hier jemand? Ich brauche Hilfe! Doch die Stadt war wie leergefegt. Hilfe, bitte! Da ist jemand. Bitte, Mister, ich brauche... Es lief ihm ein Schauer über seinen Rücken. Verzeihung? Der Kopf des Mannes drehte sich zu dem Trainer. Er hat keine Augen. Du bist schuld! Was? Woran bin ich schuld? Du bist schuld an ihrem Tod! Nein! Bin ich nicht. Aber woher wollen Sie das wissen? Jeder weiß es! Du bist schuld! Bin ich nicht! Sie haben sich das selber zugefügt. Gib einfach auf. Du bist eh so gut wie tot. Nein. Niemals. Du Narr. Aus seinen Augen läuft plötzlich Blut. Du wirst hier und jetzt mit deinen sämtlichen Pokémon sterben. Der Trainer war mit Stichwunden übersehen. Aua, bitte, hören Sie bitte auf, bitte. Schon nach so wenigen Stichen hältst du nichts mehr aus, wie erbärmlich. Und du wolltest mein Meister Lexil herausfordern, dass ich dich lache. Das muss der Arena-Leiter sein. Aber wenn ich jetzt nichts tue... Hätte ich es nicht zu ihm schaffen. Der junge Trainer holt mit letzter Kraft einen Pokéball aus seiner Tasche und lässt ihn fallen. Los, Zumpex. Nein. Zumpex! Schwach! Viel zu schwach! Nein! Das darf nicht sein, Zumpex! Das wirst du noch bereuen. Das glaube ich eher weniger, wenn du es nicht einmal schaffst, aus meinem Griff zu entkommen. Wie erbärmlich. Scheiße. Was kann ich nur tun? Dann sag Lebewohl zu dieser Welt. Nein. Los, Filinara, setz Mondgewalt ein. Der Trainer fiel auf den Boden. Verschwinde. Sofort. Lang ist's her. Aber diesmal wirst du verlieren. Filinara, Zauberschein! Was? Während der plötzlich erschienene mysteriöse Trainer den Kampf aufnimmt, liegt der junge Trainer ohnmächtig am Boden. Meine Freunde, das war der erste Teil der Lexil Creepypasta. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Natürlich versuche ich mich größtenteils an die Fakten von Lenny zu halten, aber einige muss ich selbst dazu erfinden oder leicht abändern. Also nicht, dass ihr euch wundert, weil, naja, es muss halt eine Geschichte werden, deswegen muss man halt Sachen etwas verändern, damit es in eine richtige Reihenfolge kommt, nenne ich das einfach mal.
Die nächsten Teile werde ich in den nächsten Tagen oder Wochen bearbeiten, weil ich muss die erst schreiben, dann aufnehmen und vertonen und jeden Sound hinzufügen. Also geduldet euch ein bisschen. Aber falls ihr noch weitere Ideen oder Vorschläge habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Vielleicht wollt ihr selbst ein Sprecher in den nächsten Teilen werden. Darüber würde ich mich natürlich freuen, wenn ich noch mehr Helfer bekomme. Weil ich musste halt einiges mit Voice Changer machen. Also ich musste meine eigene Stimme ein bisschen verändern jedes Mal oder halt in einer anderen Stimme sprechen. Also falls ihr gern dabei sein wollt, würde ich mich freuen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich noch sagen würde. Ich freue mich über weitere Vorschläge, wie gesagt, vielleicht auch über andere Ideen von Creepypastern, die ich schreiben könnte. Ja, ansonsten nochmal vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.